Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meiner Lernvideoreihe Einfach schneiden mit dem CyberLink PowerDirect in der Version 15. Heute möchte ich mich mit dem Übergangsraum bzw. mit Übergängen allgemein mal beschäftigen. Dazu möchte ich euch ein paar Beispiele zeigen, was Übergänge beim Videoschnitt bewirken können. Beispiel 1 sehen wir einen harten Schnitt ohne Übergänge. Das heißt, die Szenen sind aneinandergereiht, ohne dass ein Übergangseffekt oder eine Überblendung stattfindet. Hat auf jeden Fall seinen Charme und ist in vielen Situationen immer die richtige Wahl. Im Beispiel 2 sehen wir nun weiche Effekte bzw. einen eigenen Effekt. Das ist ein Zoom-Effekt, den ich erstellt habe, das zeige ich euch später. Die restlichen Effekte bzw. Übergänge liefert das Programm auf jeden Fall mit und eignen sich insbesondere für schöne, ruhige Übergänge, wie hier zum Beispiel bei den Luftaufnahmen in den Weinbergen. Beispiel 3 sehen wir nun eine Reihe von, aus meiner Sicht, sehr schlechten Übergangseffekten, die das Programm mitliefert. Man sieht schon, das wirkt zwar alles unheimlich toll im ersten Moment, aber nervt den Zuschauer doch, weil einfach hier zu abrupt irgendwelche Sequenzen wild durcheinander gewürfelt werden. Mein Fall ist es auf jeden Fall nicht. Bevor es mit dem eigentlichen Videoschnitt, den Übergängen losgeht, möchte ich noch ein kurzes Wort zu dem Übergangsraum sagen. Ihr findet den hier in dieser Werkzeugliste Übergangsraum. Dort habt ihr bei mir zumindest 147 Übergänge, die das Programm anbietet. Angefangen von kostenlosen Vorlagen, wenn ihr hier draufklickt, dann öffnet sich eine Internetseite von CyberLink und hier findet ihr hochgeladene Übergänge von anderen Usern, die sich die Arbeit gemacht haben, irgendwelche Übergänge zu erstellen und stellen sie hier kostenlosen anderen Usern zur Verfügung. Dann gibt es hier noch Hochzeitsvorlagen, auch hier klicke ich drauf und es öffnet sich wieder eine Homepage von der Director Zone und hier habe ich gewisse Vorlagen und Übergänge für den Hochzeitstag. Und zu guter Letzt könnte ich hier noch Übergänge kaufen. Auch hier wieder werde ich gleich in den Shop gejagt. Und dann sehe ich hier schon, was mir alles angeboten ist. Ist natürlich immer wieder Geschmackssache. Aber trotzdem 147 Übergänge, das ist eine ganze Menge. Und wenn man sich die hier so anschaut, also ich klicke jetzt einfach mal wahllos hier rein, dann sehe ich hier, was passiert. Hier habe ich immer die Vorschau, wenn ich hier einmal draufklicke. Und dann sehe ich, was das Programm alles so zaubert. Ich sage ganz bewusst zaubert, weil aus meiner Sicht sind das alles irgendwelche Oldschool-Übergänge, die das Programm aufblähen, nicht sinnvoll sind und für einen guten Videoschnitt bitte nicht angewendet werden. Auch wenn man gerade angefangen hat mit dem Videoschneiden, ist das hier wirklich eine Falle, wo man denkt, wow, ich habe hier ganz tolle Effekte, Hollywood lässt grüßen, aber in Wirklichkeit ist es nicht Hollywood, was hier passiert, sondern hieran erkennt man gleich, ob jemand ein versierter Videocutter ist oder ob er sich noch sozusagen im Ausprobierstadium befindet. Das ist aber nur eine persönliche Meinung von mir. Dann sehen wir uns gleich zu den professionelleren Übergängen. Ihr seid in eurem Schnittprogramm, habt eure Medien in den Medienraum gezogen bzw. hier auf die Zeitachse schon die Clips gemacht, das habe ich auch gemacht. Spur 1 sind die unbearbeiteten Clips ohne Übergänge. Spur 2 habe ich mir einfach nochmal als Spickzettel reingelegt, welche Übergänge dort ganz sinnvoll sind. Es geht ja jetzt um diesen Zoom-Effekt, den schauen wir uns hier nochmal ganz kurz an. Reingezoomt, rausgezoomt, Unschärfe ist vor allen Dingen vorhanden. Das war's. Wir bauen den Effekt nach. Markieren die Spur 1, weil um die Clips geht es ja, machen Doppelklick hier auf den ersten Clip. Bild im Bilddesigner öffnet sich. Jetzt müssen wir mit Keyframes arbeiten. Und zwar Position und Ausmaß. Die Position ist, wo ist dieser Videoclip Bild zu sehen und Ausmaß ist natürlich die Größe mit gemeint. Das heißt, am Ende des Filmes wollen wir einen Zoom-Effekt haben, nämlich hier hinten. Insgesamt 3 Minuten und 43, 3 Sekunden 43. Das heißt, hier müssen wir zoomen. Aus Erfahrungswerten schlage ich jetzt vor, 3:33 zu machen. Alles klar. Über die Keyframes sagen wir jetzt dem Programm,
An dieser Stelle hat das Bild noch die Position und das Ausmaß. Am Ende hat es jetzt folgende Position und Ausmaß. Wir machen erst nochmal die Keyframes hin. Man sieht sie hier in Rot ganz am Ende. Dann passen wir das mal ein bisschen an. Und jetzt sagen wir, wir zoomen ganz stark rein, indem wir das Bild komplett vergrößern. So groß es geht, ist gar nicht wichtig, um wie viel Grad wir das verändert haben. Einfach groß ziehen. Wir gehen auf OK und bestätigen das. Jetzt haben wir hier reingezoomt, das heißt, mit dem nächsten müssen wir rauszoomen. Das heißt, von ganz groß auf wieder Normalgröße klein. Deswegen gehen wir gleich auf Anpassen, verkleinern hier die Ansicht, sagen dem Programm, an dieser Stelle soll das Bild folgende Größe haben und Position, nämlich wieder diese, also entsprechend hochgezogen alles. Auch hier ist es nicht wichtig, wie groß es ist. Wir sehen schon, es ist verdammt groß. Das passt aber wunderbar. Wieder ein Doppelklick drauf. Und jetzt setzen wir die nächsten Keyframes, nämlich nach 10. Wir gehen mit der Taste rein, machen über den Tastaturblock die 10, Return, Zeitachsenmarkierung springt automatisch dorthin. Und an dieser Stelle setzen wir wieder zwei Keyframes, Position, Ausmaß. Und jetzt verkleinern wir das wieder auf ein normales Ausmaß, dass es bildschirmfüllend ist. Und setzen das hier einfach in diesen schwarzen Hintergrund rein. Alles klar, das Bild ist drin, man merkt das schon, es geht fast magnetisch. So, jetzt haben wir diesen Effekt, wunderbar. Ich würde euch das jetzt gerne abspielen, das ist leider so rechenintensiv, dass es jetzt hakt. Ich zeige es euch trotzdem. Es zoomt rein und das Rauszoomen hat leider nicht in der benötigten Rechnerzeit funktioniert. Wir können natürlich hier noch auf hohe Auflösung gehen, in der Hoffnung, dass es dadurch besser wird. Wir schauen uns das mal an. Ja. Was wir jetzt noch brauchen, ist ein Unschärfeeffekt, damit es noch etwas weicher und smoother aussieht. Das erreichen wir über den Befehl Bewegungsunschärfe. Auch der befindet sich im Bilddesigner unter Bewegung. Bewegungsunschärfe. Genau. Wir können mal gucken, hier ist alles scharf. So, das heißt, diese zwei Keyframes sind angehakt und hier muss das Kreuzchen sein. Wenn ich das wegmache, dann ist beides weg, dann ist nur der Zoom-Effekt. Auch hier kann ich jetzt gucken, hier zoomt das Bild rein, aber es wird nur durch das Zoomen unscharf, aber nicht unscharf durch das Bild. Das heißt, wir markieren wieder hier die zwei Keyframes, gehen auf das Häkchen und setzen den Wert hier auf Maximum. Man merkt schon, dass es unscharf ist. Und auch hier ist das Häkchen gesetzt bei den hinteren Keyframes. Wenn es nicht gesetzt ist, bitte einfach den Haken setzen. Wir können auch noch mal ausprobieren, was passiert, wenn wir es hier machen. Man merkt, die Unschärfe nimmt ab. Das heißt, die Unschärfendichte und die Unschärfenlänge setzen wir auf die Maximalwerte. Und schon verändert sich das. Das gleiche machen wir natürlich auch hier. Doppelklick. Bewegung. Wir setzen das Häkchen an diesen Keyframes. Wieder Maximalwerte. Und hier sieht man es ganz deutlich, diese Bewegungsunschärfe. Und die Bewegungsunschärfe geht vom linken Keyframe zum rechten Keyframe. So, wir gucken uns das nochmal in der Vorschau an. Wir können hier das ein bisschen vergrößern. Aber leider ist mein Rechner nicht schnell genug, um diesen Effekt flüssig anzeigen zu können. So, hier hatten wir einen Überblendeffekt. Wir können immer mal in den Übergangsraum gehen und gucken mal, ob wir Überblende haben. Geben hier oben Urüberblenden und grob überblenden, das haben wir nicht. Aber es gibt in den Einstellungen unter Bearbeitung ein Standardübergangsverhalten, nämlich Überlappung. Das
kann man auswählen oder Kreuzung. Wir haben jetzt mal Überlappung ausgewählt. Das passiert immer dann, wenn ich das hier rüber schiebe. Kann ich nämlich hier Überblenden machen. Dann sieht das so auf der Zeitachse aus. Und Achtung, dadurch, dass ich den Clip verschoben habe, habe ich hier eine Lücke. Hier kann ich mit der rechten Maustaste reingehen, entfernen und Clips auf derselben Spur verschieben. Dann wird das automatisch vom Programm gefüllt. Das heißt, hier habe ich jetzt, der nennt sich zwar Ausblenden, mach mal einen Doppelklick drauf, dann habe ich hier, wie lang der Effekt ist, hier über die Zeit, und hier habe ich entweder Überlappung oder Kreuzung. Wir schauen uns das mal an. Der ist relativ schnell gewesen, der Effekt. Ich kann den hier markieren und ziehe den einfach etwas größer. Ihr könnt auch einen Doppelklick drauf machen und macht das hier genau über die Zeit. Machen wir mal einen geraden Wert hier rein. Zum Schluss gehe ich auf Return und wir schauen uns das mal in Ruhe an. Das sieht doch schon wunderbar aus. Hier habe ich, glaube ich, den gleichen Effekt angewendet, weil es einfach thematisch gut zu der Landschaft passt. Wir können aber auch in der Bibliothek nochmal suchen unter Kreuzung. Und dann können wir auch diesen Effekt hier nehmen, schieben den hier runter, fügen ihn ein und er wird automatisch hier ins Bild gesetzt. Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte den Effekt bearbeiten, mache ich einen Doppelklick drauf und dann sehe ich schon, der ist jetzt mit 2 Sekunden eingestellt. Das Bild kennen wir schon, das ist nämlich nichts anderes. Schauen uns das einfach mal an. Mir ist der Effekt jetzt persönlich etwas lang. Ich kann natürlich auch ihn markieren. Verschiebe es mit der Maus und unten sehe ich jetzt, dass eine Zeit eingeblendet ist. Ich würde es mal auf 1 Sekunde verändern. Wir schauen noch mal, wie das Ergebnis ist. Das gefällt mir schon deutlich besser. Der nächste Effekt ist Ausblenden. Den findet man relativ schnell, weil hier alphabetisch sortiert ist. Wenn ich natürlich einen Effekt suchen will, gehe ich hier auf die Bibliothek, gehe auf Ausblenden. Wenn ich weiß, wie er heißt, habe ihn hier. Linke Maustaste gedrückt halten, runterziehen, einfügen. Und er wird automatisch hier an die Stelle gesetzt. Dass dieser Effekt immer 2 Sekunden eingestellt ist, liegt an meinen Voreinstellungen. Auch hier muss ich immer ein bisschen gucken. Übergänge 2 Sekunden. Das kann ich natürlich, wenn ich sage, das ist mir grundsätzlich zu lang, stelle ich hier diesen Wert anders ein. Okay, wir gucken uns mal an, ob er zu lang ist oder wie es passt. Ich finde, das passt ganz gut. Wir lassen es so. Und am Ende des Films soll natürlich auch das Video ausgeblendet werden. Ich habe jetzt hier 2 Möglichkeiten. Entweder ich gehe wieder auf Ausblenden und ziehe das einfach hier hinten dran. Macht es das Programm ohne Probleme. Oder ich habe noch eine andere Möglichkeit, die ich zeigen möchte. Wieder einen Doppelklick auf den Clip. Eigenschaften, scroll hier ganz runter. Einblendung, Ausblendung aktivieren. Gehe auf OK. Jetzt sehe ich hier, wie er automatisch bei der Deckkraft das runtergemacht hat. Man muss aufpassen, wenn man dieses Ausblenden benutzt, dann ist auch nur die Videospur ausgeblendet und nicht die Tonspur. Das ist der große Unterschied. Wir gucken uns das mal an. Das heißt, der Effekt Ausblenden kann ich quasi zweifach verwenden. Einmal, um 2 Clips miteinander zu verbinden oder aber auch am Ende eines Clips. Ganz zum Schluss möchte ich euch noch einen kurzen Tipp geben, wenn ihr jetzt eure Produktion startet. Einem vorhergehenden Tutorial habe ich bereits gesagt, es ist immer wichtig, wie viele Frames hat so ein Bild. Das kann ich über die Eigenschaften herausfinden. Bildrate nennt sich das und das hat, sage ich mal, 30 Frames. Okay, das heißt, wenn ich jetzt in die Produktion gehe, dann ist es wichtig, dass ich hier bei dieser Auswahl Pay nicht mehr als 30 Frames einstelle. Könnte ich natürlich machen, aber dann würde es zu Rucklern kommen. Das ist ein NTSC-Format, mit dem ich hier aufgenommen habe. Wenn ich jetzt mit PAL aufnehmen würde,
dann hätte ich ja hier nur 25p. Dann kommt es leider auch zu Ruckle. Das heißt, wenn ich mit NTSC aufgenommen habe, dann ist es auch wichtig, dass ich mit NTSC dann zum Schluss meine Produktion hier starte, das Videomaterial render. In dem Fall hier mit den 30p. Wir rendern das jetzt mal ganz kurz. Wir nennen das mal das Test. Speichern, gehen auf Starten. Das dauert ja jetzt nicht lange, bis dieser kleine Kurzfilm erstellt ist. Dann kann ich euch noch mal kurz zeigen, wie das Ergebnis ist, was ich gerade mit den Übergängen erschaffen habe. Es ist vollbracht. Wir schauen uns das Ergebnis mal an. Der erste Effekt mit Reinzoomen und Rauszoomen, wunderbar, das hat sehr gut funktioniert. Auch mit der Unschärfe sehr gut. Jetzt kommt der nächste weiche Effekt, das finde ich bei Landschaftsaufnahmen ganz harmonisch. Das hat gut funktioniert. Dadurch, dass ich das in 30p aufgenommen habe, ruckelt das hier auch nicht, sondern es ist ein fließender Übergang. Und jetzt wird das ausgeblendet. Okay, das war's von meiner Seite aus. Vielen Dank für das freundliche Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Anregungen oder Kritik habt, schreibt es bitte in die Kommentare. Ich freue mich darauf und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.